Wir müssen uns ein Bild davon machen, wie viele Menschen wo geboren werden, leben und sterben, um zu verstehen, vor welch großen Aufgaben das Bauschaffen insgesamt steht. Man kann Veränderungen im Wachstum einer Bevölkerung mit entsprechenden Maßnahmen relativ schnell herbeiführen, aber die Auswirkungen dieser Veränderungen spielen sich im Rhythmus von Generationen ab. So hat es die indische Regierung geschafft, die Geburtenrate von 5,8 Kindern pro Frau im Jahr 1950 auf knapp 2,1 Kinder im Jahr 2021 zu senken. Das ist ein enormer familienpolitischer Erfolg. Bei einer als normal bezeichneten Verteilung der Altersstruktur würde eine Fertilität von 2,1 Kindern pro Frau und Leben bedeuten, dass die Bevölkerungszahl stagniert. Nicht so aber in Indien und anderen Ländern, die durch eine Phase rapiden Bevölkerungswachstums gegangen sind. Ein Drittel aller Inder ist jünger als 20 Jahre. Von 1,4 Milliarden Indern sind somit 230 Millionen Frauen unter 20. Wenn die Sterberate von 10 Millionen Menschen pro Jahr sich nicht ändert und gleichzeitig alle die genannten Frauen lediglich 2,1 Kinder bekommen würden, dann würde die Bevölkerung Indiens in den kommenden 20 Jahren um 280 Millionen Menschen ansteigen.